Die Formel 1 setzt an zur zweiten großen Asientour. Dabei sind Japan mit dem Klassiker in Suzuka und Korea und Indien als jüngere Schauplätze. Los geht's in Singapur. Was erwartet den Formel 1-Tross? Zunächst mal eine lange Reise und wenig Zeit. Von Monza geht's zum Asienauftakt in den Stadtstaat. In nur 2 Wochen einmal um die halbe Welt mit schwerem Gepäck. Chassis, Motoren, Reifen, Ersatzteile, Benzin für 24 Autos. 6 Jumbo-Jets, 35 Tonnen Material pro Team. Die Quadratur des Kreises. Topgeheime Fracht und Gefahrgut nach Asien importieren. Tausende verschlossener Kisten, aber Zeitverzug darf es nicht geben. Ein Fall für den offiziellen Logistikpartner der Formel 1. Die größte Herausforderung ist, dass alles pünktlich ankommt und den Teams zu helfen, alles so zu organisieren, dass es beim Zoll kein Problem gibt. In der Regel arbeiten viele unserer Mitarbeiter die ganze Saison über mit den Teams zusammen. Angekommen in Singapur geht es per Truck weiter an die Rennstrecke. Bei Stadtkursen wie hier ist das Fahrerlager besonders eng, umso präziser müssen die Logistiker arbeiten. Überhaupt ist der Aufwand für dieses Rennen enorm. 1600 Scheinwerfer mit 3 Millionen Watt machen die Nacht zum Tag. Vor dem Rennen extra installiert, danach wieder demontiert. Das Ergebnis war von Anfang an ein Highlight im Rennkalender. Weiter geht's nach Japan. Dank der großartigen Strecke für die meisten Fahrer ein Leckerbissen. Besonders freudig erwarten die Fans natürlich ihren Lokalmatador. Im 3. Jahr bei Sauber ist der allerdings abgeklärt. I think this is pretty natural to feel pressure. Ich denke, es ist normal, Druck zu spüren, aber das beeinflusst mich momentan nicht. Es kommt darauf an, was ich auf der Strecke zeigen kann. Nur eine Woche später, Südkorea. Ganz im Süden des Landes, der Korean International Circuit, weit ab vom Schuss, logistisch eine harte Nuss. Dennoch ist auch hier jedes einzelne Teil pünktlich am rechten Platz. Nur das Wetter spielt nicht immer mit. In Korea hat alles funktioniert, die Autobahnen sind top, die Leute sind unglaublich nett, hilfsbereit und die haben auch wirklich Unglaubliches geleistet, dass die Strecke dort steht. Der neueste Stern am Formel-1-Himmel bis dato ist der Indien-Grand Prix. Trotz Begeisterung beim Red Bull Showrun dürfte der Großteil der Inder die Formel 1 eher für ein Erfrischungsgetränk halten als für Motorsport. Aber das wird sich ändern. Es wird definitiv klarer, wie die Formel 1 funktioniert und wie faszinierend der Sport sein kann. Die Inder lieben es, die Formel 1 hat eine große Zukunft in Indien. Die Abenteuerlust bei den Formel 1-Machern ist ungebrochen. Ein neuer Grand Prix ist aber immer eine Herausforderung, auch logistisch. Exakte Planung bereits Monate vor dem Event, Besichtigungen vor Ort und enge Zusammenarbeit mit den Organisatoren sind essentiell. Ehrlich gesagt waren wir sehr überrascht, wie perfekt die Inder sich auf uns vorbereitet hatten. Mehr als ein Jahr sind wir um die Welt gereist, um alles abzuklären. In vielen Ländern ist es schwierig, wenn die Formel 1 zum ersten Mal kommt. Asien ist ein enorm wachsender Markt. Klar, dass es die Formel 1 hierher zieht. Bei so viel Pioniergeist muss der Logistikpartner in den neuen Gefilden bestens aufgestellt sein. Das brandneue DHL Express North Asia Hub in Shanghai, ein weiterer Schritt zum engmaschigen Logistiknetz im boomenden Asien. Weltweite Infrastruktur und Know-how als Basis für eine komplexe Aufgabe wie die Formel 1 Logistik. Um perfekt zu sein, braucht es aber auch in der Welt der Kisten und Container das gewisse Extra, die Begeisterung für den Job.
Ich bin ein großer Formel-1-Fan und war schon bei etlichen Rennen auf der ganzen Welt. Ich bin ein großer Fan von Lewis Hamilton und Jenson Button. So gesehen ist das sehr aufregend. Aus der Sicht eines Geschäftsmannes kann ich sagen, dass kein anderer Sport auf der Welt näher an das herankommt, was wir tun. Alles dreht sich um Logistik, um Teamwork, um Geschwindigkeit, schnell und gnadenlos sein. Vorhang auf für die schnellste Show der Welt in Asien. Und wenn in Singapur die Motoren dröhnen, dann sind die Logistiker mit ihrer Planung längst schon beim Grand Prix von Japan und Korea und Indien und dem Rest der Saison.